Ja, herzlich willkommen alle da draußen. Herzlich willkommen, ihr ja mit WOL-Zirkler oder wie man das ausspricht. Vielleicht eine kleine Anmerkung zum letzten Mal. Wir sind beim letzten Mal nicht so ganz zirkelkonform gewesen. Wir haben das, was eigentlich noch in den Zirkel gehört, nämlich das Erstellen von den Listen, nachdem wir unsere Ziele definiert haben, also Listen von Leuten, die uns eventuell helfen könnten, auf die Zeit nach dem Zirkel verlagert. Das kann man machen, aber eigentlich sollte man sich die Zeit in dem Zirkel nehmen. Wir werden uns bemühen, ab jetzt zirkelkonformer zu bleiben, denn unsere Sessions sind ja eigentlich Beispielsessions für so ganz normale Zirkel. Und deshalb müsst ihr auch ab und zu mal ein bisschen Stille aushalten, wenn wir so überlegen und nachdenken, was wir da so in Listen schreiben oder uns notieren, bevor wir dann weiter diskutieren. Aber ich bin ziemlich sicher, in den Zeiten, wo wir nachdenken, wird Harald uns immer so ein bisschen wieder erzählen, worum es im Moment gerade geht, sodass es nicht allzu langatmig für euch da draußen sein wird. Und wir starten unseren heutigen Zirkel mit so einer kurzen Runde, sodass jeder noch mal kurz sein Ziel sagt und dann kurz so ein paar Namen nennt, die er auf seiner Liste hat von Leuten, die ihm helfen könnten, dieses Ziel zu erreichen. Winfried, können wir mit dir anfangen? Ja, also ich hatte ja letztes Mal schon ein bisschen über mein Ziel erzählt, beziehungsweise mein Pain. Mein Ziel hat ja den Titel Transformation at Scale. Und zwar at Scale, was heißt das eigentlich? Es findet ja unheimlich viel Transformation statt, aber nur in bestimmten Segmenten, in bestimmten Communities, in bestimmten Filterblasen. Aber ich glaube halt, ganz viele Unternehmen werden oder ganz viele Personen werden einfach noch nicht so richtig erreicht. Mein traumatisches Erlebnis ist dann immer auf Messen, wenn wir dann irgendwelche Chaka-Vorträge halten und ich so das Gefühl habe, so, wir haben zwar manchmal Begeisterung oder auch öfters Begeisterung, aber die Frage ist halt, wer wird da anschließend wirklich aufbrechen und was verändern? Ja, und da möchte ich halt jetzt mit einem Netzwerk drüber nachdenken, wie gelingt es denn tatsächlich, die Transformation über so innere Zirkel hinaus einfach in eine Skalierung zu bringen. Genau. So, und meine wichtigste Person hat den Namen NN. Genau. Die wichtigste Person NN ist nämlich, oder die wichtigsten Personen NN sollten eigentlich ganz normale Unternehmensvertreter sein. Ne? Also das heißt zum Beispiel nicht so ein Mensch wie Harald und auch nicht Katharina und auch viele andere, die ich kenne. Ich kenne letztendlich nur Exoten. Ja? Also die, glaube ich, nicht repräsentativ sind für das, was man in so einer Transformation at Scale ansprechen müsste. Und das sind eigentlich ganz normale Unternehmen, die heute noch nicht vielleicht so in dem Aufbruch unterwegs sind. So, und da fände ich halt spannend, und mit denen in den Dialog zu kommen. Ansonsten sind es eigentlich Personen, die ich auch schon relativ gut kenne. Das sind einerseits Netzwerker, die selber sehr engagiert sind, sich mit Menschen zu vernetzen, zum Beispiel der Otto Schell, dem ich auch freundschaftlich verbunden bin von der DSAG, ist für mich ein ganz toller Netzwerker. Harald ist für mich ein Netzwerker. Der Ralf Köster, Dr. Ralf Köster, Unternehmer des Jahres letzten Jahres, ist auch jemand, der jetzt gerade in seiner Community vernetzt. Andere, die für mich interessant sind, sind Medienköpfe, mit denen ich eigentlich auch schon ganz gut zusammen bin, und Messeköpfe. Und mit denen halt mal austauschen, wie uns dieses Wunder gelingt, dass tatsächlich Transformation jetzt so einen breiten Effekt bekommt. So, das ist meine erste naive Listensicht. Angesichts meiner umfassenden Vorbereitung, da muss ich jetzt direkt weichen, auch an dem größeren Kreis der Zuhörer, dass ich jetzt erst sehe, dass man Working Out Loud auch ordentlich vorbereiten sollte. Na, du Aber hast da damit schon bist ganz du schön ja viel gleich. Themen oder viel Kontaktlisten oder Leute auf der Liste da genannt eben. Harald. Ja, ich wollte nur sagen, damit bist du nicht allein, Winfried. Das ist ja der Vorteil von dem, dass ihr so mutig seid, dass wir das online machen. Das passiert in ganz vielen Working Out Loud Circles. Am Anfang sagt man sich, okay, 12 mal 1 Stunde. Oh, das ist schon ganz schön üppig. Aber in Wirklichkeit geht es natürlich auch um Vor- und Nachbereitung. Das heißt, man will ja sein Verhalten verändern. Und dafür wäre selbst diese 1 Stunde schon relativ knapp. Aber es soll natürlich einen Mehrwert bringen. Von daher ist es schon überschaubar, was man da auch machen kann. Also Okay. ist auch kein Problem. Wir können dann gemeinsam ja dann auch entsprechend wieder die Leute abholen.
Ich glaube natürlich, es ist eigentlich der Mehrwert, wenn man das auch wirklich so ernst nimmt, im Sinne, dass man mehr als diese eine Stunde investiert. Aber es ist so wie heute. Ich habe gesagt, ja, heute der Nachmittag, den habe ich ja, um mich dann da vorzubereiten. Und dann ist das so wie am Nachmittag ist öfter passiert und plötzlich war der ganze Nachmittag weg durch AA-Aprios. Aber jetzt weiß ich, ich muss es halt am besten am Wochenende machen. Ja, okay. Antje, wie sieht's bei dir aus? Sagst du uns dein Ziel nochmal und ein paar Kontakte, die helfen könnten? Also der Ursprung war ja irgendwie zu sagen, dass ich meine Sichtbarkeit erhöhe, auch indem ich Twitter lerne. Und ich glaube, ich habe auch mein Ziel schon, oder kann ich mein Ziel etwas verbessern oder anderweitig beschreiben. Ich habe mich jetzt intensiv mit Twitter beschäftigt, dank eurer wunderbaren Live-Einführung, die ich aber gestern während des Kochens mir angeguckt habe. Kannst du nebenbei hören, schnibbeln. Und dann habe intensiv nochmal geguckt und habe vor allem festgestellt, dass die Leute, die mich wirklich maßlos interessieren, die twittern nicht. Also zum Noch. Beispiel, also noch, ja. Also beziehungsweise, wo ich sage, das ist erstaunlich, gerade die ich jetzt sonst ansprechen sind, sie gehören wohl eher zu dieser ruhigen Fraktion, ein Stück weit, die so im Stillen agieren. Und ich habe mich gefragt, es geht ja auch, Simon, du hast das letzte Mal gesagt, dass man das Ziel vielleicht auch wieder relativiert. Ob es vielleicht mehr um soziale Medienpräsenz geht und vielleicht ist Twitter nicht mein Medium, weil es mir vielleicht zu knapp ist. Aber das gucke ich mir nochmal an. Also ich bin da weiterhin offen und in Bezug deshalb auf Listen, also so Leute, die ich jetzt total spannend finde, die ich aber teilweise auch schon kenne, wäre jetzt zum Beispiel Margret Rasfeld, ja, Schule im Aufbruch oder so. Margret hat einen Tweet, glaube ich, abgesetzt, 2010 habe ich mal geguckt. Also dann mal so ganz andere Sachen. Ich habe mal wirklich, also ich habe sehr intensiv darüber nachgedacht, wer mich wirklich begeistert. Und das waren so Leute, ich zähle sie einfach mal auf, Bodo Wartke, kennt ihr vielleicht? Kennt ihr jemand? Okay, also ist ein Sänger, also der aber so Lebenswege, also nicht, weil ich bekannt und berühmt mit Singen sein möchte, aber diese Lebenswege und Geschichten gefallen mir einfach. Dann sind es natürlich so Leute wie Götz Werner, wo wir aber letztlich auch über die Methodik, haben wir ja am Anfang schon mal gesprochen, letztlich habe ich mit ihm auch schon mal Kontakt gehabt. Auch Frithjof Bergmann oder vielleicht Katja Urbatsch, also von Arbeiterkind und was weiß ich was, Guido Bosbach. Ich habe jetzt mal einfach so ein bisschen querbeet gesucht, euch. Der ist aber sowas von auf Twitter. Ja, jetzt mal auf Twitter. Den habe ich auch sofort als erstes auf Twitter da gefunden. Ja, und was weiß ich was, Gabriele Fischer finde ich natürlich total klasse von Brand 1. Die ist aber auch nicht auf Twitter. Also ich würde, du hast ja den Fokus Twitter, bloß so als kleinen Tipp in den Shownotes sozusagen in der Kommentaren. Der Franz-Peter Staudt hat gleich schon gesagt, dass Schule im Aufbruch, Augenhöhe und so weiter natürlich auf Facebook ganz stark vertreten sind. Ah, Also ja. Twitter ist ein Medium mit allen Möglichkeiten, aber ich würde natürlich schon so ein bisschen die Breite auch suchen. Manche Genau. sind mehr auf Facebook, manche sind in Blogs unterwegs, haben so einen persönlichen Auftritt. Also in einem Tool wird man selten alle finden. Genau. Also. Aber ist doch schon eine gute Liste. Ja. Okay, bevor die beiden Experten ihre Listen vorstellen, will ich ganz kurz noch über mein Ziel und meine Listen reden. Ich hatte ja so das Ziel, dass ich Corporate Learning Professionals gewinnen will, in sozialen Medien. Und für mich ist es wohl Twitter als das Medium mit der geringsten Einstiegshürde zu gewinnen, die bisher da noch nicht aktiv sind. Und in meinem Umfeld gibt es halt ganz viele Corporate Learning Professionals, die bisher auf sozialen Medien zumindest fachlich nicht unterwegs sind. Und ich will in den nächsten 12 Wochen so 200 gewinnen, die dann mindestens mitlesen, aber zumindest dabei sind. Und Twitter wird mein Hauptaugenmerk haben dabei. Und mir fällt es so ein bisschen schwer, da ein paar Leute zu finden. Hatte, muss zugeben, auch nicht viel Zeit durch den Start unseres Corporate Learning 2025 Muckathons jetzt. Aber ich glaube, man guckt am besten mal so in die Bereiche, die ähnliche Schwierigkeiten haben. Da sind zum Beispiel die Personaler. Da gibt es in der Zwischenzeit etliche Personaler, die auf Twitter unterwegs sind. Und ich greife mir einfach mal einen raus und schau mal, wie hat er es gemacht, andere davon zu überzeugen. Ich würde als erstes mal den Herwig Kummer ansprechen. Das ist so der Personalleiter des österreichischen ÖAMTC heißt er.
Dann könnte man sich die Lehrer mal angucken. Da gibt es eine interessante Community um diesen edchat.de und da ist der Herr Larbig einer von denjenigen, die es geschafft haben, doch recht viele Leute da wöchentlich zu Twitter-Sessions zu aktivieren, die sich da immer treffen. Ich will mal fragen, ob ich von ihm was lernen kann. Und so als dritte Person ist mir Christine Germann eingefallen, die ist unterwegs im öffentlichen Dienst, Behörden fit zu machen für Social Media. Also die müsste auch große Schwierigkeiten haben, vermute ich mal, Leute zu überzeugen, da überhaupt anzufangen. Und vielleicht kann ich da auch irgendwas lernen. Also ich habe erstmal die drei und würde mich erstmal um die drei kümmern, aber vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, wen man noch ansprechen könnte, wer es vielleicht geschafft hat oder Ideen hat, wie man Leute gewinnen kann, die bisher noch nicht auf sozialen Medien waren, sich dort zu ak oder aktiv zu zeigen. Also ich würde dir einen Namen mal empfehlen, ohne natürlich zu wissen, ob sie will, aber du hast HR genannt und ich habe das Gefühl, dass sich da durchaus einige im Moment sehr, sehr stark auf die Reise machen und vielleicht sogar die gleichen Fragen haben wie du. Also man muss ja nicht immer gleich schon selber Profi sein, um dem anderen zu helfen. Und zwar wäre das die Katharina Heuer, die ist Vorsitzende der Geschäftsführung DGFB. Ich würde mal sagen, die hat sehr viel Interesse, auch in die entsprechenden Firmen zu wirken. Also von daher ist das Thema Learning und natürlich auch Wirksamkeit mit Sicherheit, vielleicht auch für dich, Winfried. Gar kein schlechter Kontakt. Machst gerade ein Interview. Also insofern ist eine gute Idee. Bin ich selber nicht drauf gekommen. Ja. Heuer Katharina zusammengeschrieben als Hash, als also zumindest auf Twitter, die ist woanders auch noch. Ich stecke sie mal schnell in die Kommentare rein, den Twitter-Namen. Wäre eine Möglichkeit jetzt, die mir so ad hoc einfällt. Danke. Okay, wenn im Moment von euch nichts dazu kommt, dann würde ich jetzt den Simon bitten, mal dein Ziel und deine Kontaktliste zu zeigen. Ja, na, ich habe mir zum einen mal den Winfried zum Vorbild genommen und habe meinem Ziel nochmal so einen Obertitel gegeben, damit man das ein bisschen besser fassen kann und habe das auch in meinem OneNote dokumentiert, um das etwas zu schärfen. Und zwar heißt mein Oberziel jetzt Learning Organization Top Down. Ich habe versucht, das auch nochmal auszuformulieren. Ich habe geschrieben, der Managementstandard ISO 9001:2015 fordert über den sogenannten PDCA-Zyklus vom Top-Management die Entwicklung einer lernenden Organisation und die Einbindung aller relevanten Managementfunktionen. Und da gehören so Leute dazu wie das Prozessmanagement, das Qualitätsmanagement, das Innovationsmanagement, die Weiterbildung, die Kommunikation. Die will ich jetzt im nächsten Schritt auch nochmal ausschreiben, dass man wirklich die Positionsbezeichnungen da stehen hat. Und mein Ziel ist quasi jetzt über die nächsten 12 Wochen mit drei Großunternehmen und drei KMUs diese Idee mit den entsprechenden Führungskräften intern mal zu challengen, zu besprechen und da auch Feedback zu bekommen. Ein Großunternehmen habe ich schon gefunden. Da habe ich einen Abteilungsleiter, die Leiterin Managementprogramme, den Leiter digitale Lernprozesse und den Leiter zentrale Qualität als Sparringspartner. Und ich suche jetzt quasi noch Leute, die in ihren Organisationen oder Organisationen, die sie kennen, zwei Großunternehmen, drei KMUs, entsprechend auf Basis von Blogs, die ich auf der kolon.de dann schreibe, auch entsprechende Feedbackgespräche führen und das Feedback in die Kommentare mit einbringen. Okay. Danke, Simon. Harald, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich mache meine Dokumentation auch in OneNote. Ist eigentlich ganz praktisch, da hat man so seinen schönen Überblick. Ich habe mein Ziel, wie bekomme ich Führungskräfte neugierig für Lernen, noch etwas umformuliert, nachdem ich tolles Feedback bekommen habe von dem letzten Kreis der Zuhörer, was sich sehr gut gedeckt hat mit dem, was ich eigentlich will, weil neugierig machen ist ja im Endeffekt nur so der erste Impuls oder die Sachen in Gang zu setzen. Und mir geht es ja eigentlich schon so ein bisschen um das, was danach kommt auch. Darum habe ich das jetzt im Moment den Titel des Ziels ist, wie bekomme ich Führungskräfte auf ihre persönliche Lernreise? Also nicht nur das Neugierig machen ist im Fokus, sondern wirklich auch die ersten Schritte, erst erkennen, dass ich selber auch lernen muss, nicht nur delegieren muss und dann entsprechend, wie geht diese Reise los, wie plane ich sie vielleicht auch, mit wem kann ich sie machen. Die Liste, da fange ich jetzt mal hier im Zirkel an, da möchte ich mit der Antje natürlich gerne mal drüber sprechen, was sie da so für Erfahrungen hat. Also die werde ich irgendwann so ganz heimlich auf Twitter kontaktieren. Das ist gemein. Jetzt muss ich da ja hin. Wer hätte es gedacht?
Dann habe ich bei mir in der Firma, bei uns in der Firma, die Annette, die macht bei uns das ganze Thema Führungsprogramme. Also die ist da auch mit allen Providern entsprechend verknüpft und hat da also das ganze Framework für die Continental gemacht. Mit der möchte ich mich darüber nochmal sehr konkret drüber austauschen, genau um den Punkt. Ich bleibe jetzt mal so ein bisschen bei den Vornamen, weil wir ja im Video drin sind und bei manchen, da müssen wir vielleicht vorher fragen, ob die das unbedingt wollen, drum jetzt da so ein bisschen Privacy zumindest in dem Bereich. Dann habe ich von zwei verschiedenen Consultancies zwei Leute, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, also von den Großen nenne ich es jetzt mal, ohne da eine große Werbung machen zu wollen, aber es sind zwei verschiedene, die einen sehr starken Personenfokus haben, also nicht einfach nur die üblichen Blaupausen rausziehen. Und die werde ich jetzt mal versuchen, ob ich die schon auf diesen Medien finde. Also bei der einen weiß ich es, die habe ich schon gefunden, die andere noch nicht. Aber ich wollte mir auch mal so eine Challenge geben von Leuten, die nicht in der üblichen Digitalwelt sowieso schon da sind. Dann habe ich noch einen Business Unit Head bei Continental selber, von dem ich weiß, dass der da ein sehr großes Interesse dran hat, quasi seine eigene Führungsmannschaft umzubauen. Und mit dem werde ich mich mal zusammensetzen und das ein bisschen challengen. Das ist der eine Frank. Und dann gibt es noch einen anderen Frank, der ist von der Mentus, den hat vielleicht der eine oder andere schon mal kennengelernt. Der ist auch im HR-Umfeld sehr, sehr stark unterwegs und so und hoffe, dass ich über ihn da auch noch mal ein paar Ideen kriege. Und dann steht auf meiner Liste im Endeffekt auch MOOC-Teilnehmer oder die Teilnehmer, die jetzt hier unterwegs sind. Die kann ich natürlich personenmäßig nicht zuordnen, aber vielleicht hat von denen auch noch irgendeiner eine tolle Idee, mit wem man da sprechen kann oder entsprechend an Namen oder eine Gruppe, eine Abteilung, eine Firma, die da eine gute Idee hätte. Okay, dann erstmal schönen Dank. Die zweite Woche, die Anleitung für diesen Zirkel schreibt eigentlich vor, dass wir jetzt so ein Vertrautheitslevel für die einzelnen Kontakte, die wir uns so notiert haben, mal notieren. Der Vertrautheitslevel, da gibt es so fünf Positionen. Erstens, die Person weiß nicht, dass es dich gibt. Oder zweitens, ihr seid auf die eine oder andere Art verbunden. Zum Beispiel, du folgst der Person online. Drittens, ihr habt einmal oder mehrmals miteinander interagiert. Viertens, ihr habt zusammengearbeitet, selbst wenn es nur in geringem Ausmaß war. Und fünftens, ihr agiert regelmäßig, tauscht Ideen aus und helft einander. Harald, das war, glaube ich, der Sinn dieser Übung. Wir werden die jetzt einfach mal machen. Und wenn du noch was ergänzen willst, tu es gerne. Ja, mache ich gern. Also ich habe das, was Karl-Heinz gerade vorgelesen hat, das kommt aus den neuesten Circle Guides. John Stepper hat ja die Version 4 rausgebracht jetzt. Also eine überarbeitete Fassung. Die werden also kontinuierlich mit dem Feedback der Leute weiterentwickelt. Also jetzt nicht komplett umgeschmissen, sondern weiterentwickelt, detaillierter oder noch mit mehr Hilfe dabei. Die neueste Version ist im Moment schon übersetzt. Großes Dankeschön an die Katharina Krenz von Bosch, die das Ganze gemacht hat mit ihrem Team. Die sind jetzt demnächst auch verfügbar auf workingoutloud.com zusammengeschrieben. Wir haben sie vorab schon bekommen, dass wir uns wirklich an die neuesten Circle Guides halten können. Das, was gerade Karl-Heinz gesagt hat, nämlich jetzt wirklich so eine Relationship-Liste, die man sich machen kann. Also wer sind diese Leute? Als nächstes dann, was gibt's denn für Links? Wie habe ich denn die Leute schon kontaktiert? Zum Beispiel auf Twitter, Facebook und so weiter. Und dann als nächstes die Intensität der Beziehung. Und dann geht's ja weiter in den nächsten Circles auch um Contributions. Also was habe ich denn den Leuten Gutes getan? Wie habe ich denn mit den Leuten interagiert? Dafür haben wir uns in der Firma so ein kleines Template gemacht. Auch mit der Inspiration von den anderen Working Out Loud Teilnehmern in dieser Gruppe. Und das habe ich schon zur Verfügung gestellt. Also wer das nutzen möchte, ich teile es nochmal schnell. Habe ich schon den Link wieder weg? Moment. Ich muss nochmal holen den Link. Ich habe mal auf Twitter, habe ich ihn schon drauf. Da ist er. Der Docs-Link. Der Docs-Link, ich gebe ihn gleich nochmal raus. Also wer diesen Link verwenden möchte für sein Working Out Loud, ich habe den in ein Google Docs Dokument reingestellt. Dann kann den quasi jeder für sich verwenden und nutzen. Mag jetzt gerade nicht. Das ist dann relativ hilfreich, weil man ja doch an dem Dokument vielleicht öfter oder länger arbeitet. Ich hoffe, der Link funktioniert jetzt, dass man da dran dann wirklich sich das eintragen kann. Im ersten Moment mag das vielleicht so ein bisschen
okay, so also ein bisschen bürokratische Liste oder sowas, aber wenn man über 12 Wochen immer wieder mal da was macht, hier mal was macht, hilft die Liste doch sehr, das ein bisschen zu dokumentieren oder dann, wenn man das eben als Link einfügt, auch schnell dahin zu kommen. Alternativ, habe ich hingeschrieben, kann man natürlich auch Browser-Favoriten anlegen, um zu diesen Kontakten immer mal wieder hinzuschauen, die Blogs, die die Leute machen, die Twitter-Accounts, die sie haben, die Facebook-Gruppen, Xing, LinkedIn-Profile und so weiter. Also man braucht diese Links zu den Personen, mit denen man ja längerfristig mal was machen möchte, schon öfter als nur einmal. Und da ist es schon nicht schlecht, wenn man sich das irgendwo notiert. Das kann man entweder, wie gesagt, diese Tabelle auch rauskopieren in sein OneNote-Dokument oder als Word- oder Excel-Tabelle oder eben sich irgendwo in eine Kollaborationsplattform zu legen. In der Firma haben wir das Ganze per Wiki gemacht. Da ist das quasi als ein Wiki-Seiten-Template. Die Leute kopieren sich's raus, machen sich's in ihren eigenen privaten, persönlichen Bereich und machen damit im Endeffekt ihre Dokumentation für sich. Mhm. Teilweise teilen sie die auch untereinander und helfen sich dabei gegenseitig so ein bisschen auch, das ist ja auch ein bisschen so eine Challenge, Peer-Support untereinander. Wenn man so ein bisschen, wie wir gerade schon gesehen haben, oft ist es dann die Woche lang über, ist man die ganze Zeit beschäftigt und kurz vor dem Call dann, oh, muss ich noch irgendwas machen, dann ist es ganz gut, wenn man irgendwo eine Dokumentation hat. Oder wenn man es eben transparent mit den anderen zusammen macht in der Community, dann kriegt man auch ab und zu mal so einen Impuls, oh, der Winfried hat gerade wieder was gemacht, ah, ich müsste ja auch mal wieder zwischendrin reinschauen. Also je kollaborativer man das macht, umso mehr hat es natürlich auch Auswirkungen auf seine Habits, auf die Verhalten, die man dann nachträglich entwickelt. Harald, schönen Dank. Damit leitest du gleich über so zur nächsten Übung. Und die nächste Übung fordert von uns, dass wir jetzt so ein bisschen suchen, wo findet man eigentlich diese ganzen Personen? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, während wir schon wieder in aller Stille ein bisschen nachdenken, wo wir die wohl finden. Alles klar. Also wer dieses Template mal verwendet, der findet da schon unter dem ersten Punkt habe ich mal zumindest die 5 wichtigsten Orte, an denen man was suchen kann, dargestellt. Also LinkedIn wäre mal natürlich, oder Xing, die 2 Plattformen sind sehr hilfreich. Da findet man deutsche Kollegen in der Regel bei Xing sehr häufig. Man sieht dann auch relativ schnell, wie aktiv so jemand ist. Man sollte sich auch nicht abschrecken lassen. Antje, du hast vorher gesagt, da war irgendwie 2010 das erste Mal in Kontakt. Ganz viele Leute fangen mit sowas natürlich irgendwann mal an, kriegen keine Response und hören es dann wieder auf. Was für uns eigentlich ziemlich gut ist, weil das heißt, wenn wir dann mal was zurückschreiben oder sagen, hey, super, ich habe dich da gefunden auf Twitter, würde dir gern folgen oder sowas, dann kriegen die vielleicht zum ersten Mal eine echte Rückmeldung. Vielleicht sogar noch von jemandem, den sie schon irgendwie mal gehört haben. Und dann entwickelt sich daraus was. Also nicht entmutigen lassen, wenn das total inaktiv ausschaut. Das haben viele schon mal angefangen. Facebook ist ja dann, wer schon mal drin ist. Oft haben solche Personen, wenn sie dann entsprechend aktiv sind, da auch entsprechende Profile, eigene Seiten oder sowas. Da muss man immer schauen, für manche ist Facebook nach wie vor ein Privatkanal. Wenn die Leute eine Einladung annehmen, dann kriegt man relativ schnell raus, okay, es ist auch gewollt. Twitter, wie gesagt, ist jetzt nicht das, wo jeder schon drin ist. Also da findet man sicher öfter auch die Leute noch nicht drinnen. Dennoch würde ich trotzdem auf Twitter suchen, einfach Twitter aufmachen, twitter.com und in der Suche Vor- und Nachnamen eingeben oder nur den Nachnamen. In der Regel findet man die Leute. Manche haben aber auch so irgendwelche Alias-Namen, dass sie nicht so sichtbar werden. Dann hilft natürlich auch die Google-Suche. Also Google ist da auch dein Freund, einfach den Vor- und Nachnamen da mal eintragen und mal schauen. Da kommen auch manchmal Bilder, das mache ich auch sehr häufig, dass ich dann die Person, wenn ich sie schon mal gesehen habe, mir das Bild anschaue, auf die Bilder draufklicken und dann wird gezeigt, in welcher Seite diese Bilder eingebettet sind. Also da wirklich so ein bisschen journalistische Fähigkeiten vielleicht entwickeln, mal so ein bisschen schauen, wie finde ich denn so eine Person? Und Blogs würden im Endeffekt auch über die Google-Suche oder entsprechend andere Suchmaschinen, es muss nicht immer Google sein, oder dann auch Referenzen. Oft findet man auch Personen dadurch, dass sie irgendwo mal einen Vortrag gehalten haben oder dass sie an irgendeiner Veranstaltung teilgenommen haben. Und über diesen Zweisprung, sage ich jetzt mal, kommt man dann vielleicht auf einen alten Blog-Eintrag und da geht's dann wieder weiter. Also da gerne auch mal so 2, 3 Klicks in die Tiefe gehen und idealerweise nicht zu schnell ablenken lassen. Also Internetrecherche ist etwas, was man heute, glaube ich, unbedingt können muss. Egal, ob man jetzt privat ist oder Working Out Loud macht, eine Person finden, über die mal ein bisschen Infos rauskriegen oder sowas. Das hat erstmal überhaupt nichts mit Stalking zu tun. Das ist nichts Negatives, sondern das ist erstmal, ich interessiere mich für jemanden. Das sind ja alles ganz legale Mittel.
Der eine hat sich selber schon irgendwie präsentiert und wirklich selber irgendwo eine Präsenz, eine Reputation angefangen aufzubauen. Der andere oder die andere hat es vielleicht noch gar nicht gemacht. Dann muss man natürlich schauen, wie finde ich solche Kollegen. Wenn es innerhalb der Firma ist, gibt es noch die Firmentelefonbücher oder Intranets oder sowas. Das hilft da auch ganz viel. Und wenn man nicht in die Firma reinkommt, also wenn man so eine Person so überhaupt nicht online findet, dann gäbe es ja noch die offiziellen normalen Wege, dass man so jemanden vielleicht einfach mal im Telefonbuch nachschlägt, also wenn man sich's traut. Und dann einfach mal, wenn man dann wirklich eine Frage hat und sagen, ich wollte schon immer mal mit Ihnen reden, ich wollte jetzt Sie einfach mal anrufen. Also auch in der Online-Welt ist Offline nicht verboten. Okay. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein paar Kontaktmöglichkeiten gefunden? Ja, ich hoffe ja, mir das Leben dahingehend ein bisschen einfach machen zu können. Wir haben ja in dem MOOCathon unsere tolle Teilnehmerliste, die offen verfügbar ist. Und ich habe da neulich schon mal so eine Tech-Cloud aus der Organisationsspalte gemacht. Und da ist ja, wir haben jetzt mittlerweile 1000 Teilnehmer und sehr, sehr viele Organisationen. Und das habe ich einfach mal gematcht gegen die Wikipedia-Seiten. Da kann man schön die Mitarbeiterzahlen rauslesen. Und ich würde einfach mal die Leute ansprechen, eben die in Großunternehmen sind, respektive die in KMUs sind, ob die nicht Interesse haben, in ihrer Organisation diese Idee mal Learning Organization Top-Down, die Idee mit Menschen in der Organisation zu besprechen, weil ich vermute, dass die jetzt ohnehin durch den MOOCathon in so einem Modus sind, dass sie eben über Lernen in der Organisation nachdenken, dass sie vielleicht heute in der Trainingsabteilung angesiedelt sind, ohnehin den Wunsch haben, das Thema Lernen groß zu machen und das sozusagen für die eine Contribution sein könnte, dass man einfach aus einem Top-Down-Blickwinkel, aus einem ganz anderen Blickwinkel mal auf Lernen in der Organisation guckt. Also ich werde hauptsächlich die MOOCathon-Teilnehmerliste verwenden und auf Twitter oder Facebook halt die Leute, die ich über MOOCathon kenne, aber jetzt quasi keine Kaltakquise oder Kaltsuche starten. Gute Idee, ja. Okay, ihr anderen seid soweit, können wir den nächsten Schritt machen? Antje und Winfried? Ja. Also, okay. Wenn vielleicht noch mal Hinweise, wie ich, ich arbeite ja grundsätzlich oder so, die Grundlogik mache ich schon lange eigentlich, so habe ich meine gesamten Geschäftskontakte gemacht, auf die Art und Weise, dass ich Menschen angesprochen habe, die irgendwas haben, was ich fantastisch fand oder deren Lebensweg ich gut fand. Was ich ganz häufig nutze, ist einfach wirklich bewusst auf Konferenzen zu gucken, wo wer ist und auch teilweise mich da bewusst angemeldet habe, um eben dann in Kontakt zu kommen. Also jetzt mal, das werde ich wahrscheinlich auch jetzt mal als ersten Weg gehen und gucken, wo sind bestimmte Leute jetzt vielleicht als Referenten aktuell, wo ich sowieso vielleicht bin oder wo ich überlegt hatte, hinzugehen und dergleichen. Also vielleicht, wenn ich noch einen kleinen Tipp geben darf, weil ich es jetzt gerade nochmal drüber gelesen habe, die Aufgabe war ja auch, die Beziehungsintensität irgendwie zu bewerten mit einer Zahl. Das klingt natürlich irgendwie ein bisschen sehr technisch, aber der Hintergrund dabei ist, dass man sich nicht zu viel vornimmt. John Stepper sagt wirklich mit einem großen Nachdruck, möchte ich fast sagen, dass man kleine Schritte machen soll. Also von, ich kenne die Person überhaupt nicht, die weiß überhaupt nicht, dass es mich gibt, hinzu, wir haben eine vertrauensvolle Beziehung, das ist ein langer, langer Weg. Also das ist wirklich etwas, wo man schon sich öfter mal treffen muss und so weiter. Oder auch online natürlich zusammenarbeitet und interagiert. Die Frage hier bei der Beziehungsintensität ist, sich mal darüber bewusst zu werden, wirklich was da steht. Nämlich einmal, ich bin völlig unbekannt, der kennt mich nicht. Jetzt habe ich einen Namen gehört, vorher hatten wir die Katharina Heuer, die kennt vielleicht euch in der Form überhaupt noch gar nicht. Wie werde ich jetzt mit ihr da richtig toll vertraut oder sowas? Das wäre ein Riesenschritt. Das macht man da nicht. Sondern man geht her und sagt, okay, ich verbinde mich erstmal mit ihr. Das kann wirklich der Klick bei Twitter sein auf Follow. Punkt. Dann habe ich schon die erste Stufe geschafft. Das kriegt die zwar mit, aber da ist keine Interaktion erstmal notwendig. Das tut nicht weh. Ich kann sofort wieder auf Unfollow klicken sozusagen. Also das sind so ganz niederschwellige kleine erste Schritte. Oder bei Facebook mal irgendwo ein Like hinklicken. Und dann von dort aus dann weiterzugehen, jetzt folge ich der Person mal, jetzt schaue ich mal, was die so macht und dann kommt mal irgendwann so ein ganz kleiner Kommentar, das kommen wir jetzt gleich mit den Contributions dann auch. Also das wirklich aufbauen, schrittweise mit von klein nach groß und dann wird man später, wenn man diese Liste immer mal wieder anschaut, wird man feststellen, okay, beim Circle 2 hatte ich die überhaupt noch nicht gekannt,
beim Circle 4 sind wir jetzt vielleicht schon auf, ich sage jetzt mal, auf einer Stufe 3. Ich habe schon 3-4 Mal sowas ausgetauscht. Na, jetzt könnt ihr vielleicht sich an meinen Namen schon erinnern. So, und das ist eigentlich schon ein Riesenschritt, wenn sich ein Mensch an einen anderen Namen erinnert. Wir kennen das sicher, wir kommen irgendwo hin. 1000 Namen, 1000 Leute stellen sich vor. Ich habe ihn zwar mal gesehen, wir haben auch schon die Hände geschüttelt, aber erinnert sich die Person wirklich an meinen Namen? Nee, das ist eigentlich schon ein Riesenschritt, wenn man das geschafft hat. Mhm. Harald, eine Frage. Eigentlich ist das ja auch ein Netzwerk-Tool, das ja. WOL. Inwieweit wird denn zum Beispiel auch nahegelegt, dass man solche Personen über sein Netzwerk anspricht? Ich meine, in Zeiten von Xing und LinkedIn weiß man ja auch immer, wie man da verbunden ist. Also wenn ich jetzt gerade an Katharina Heuer denke. Du kennst Katharina Heuer, ich kenne Katharina Heuer. Jetzt könnte die dir einfach loslaufen, aber die könnte auch uns fragen, dass wir da zum Beispiel Intro machen. Ein warmer Kontakt, gell? Ein warmer Kontakt, schöne Grüße. Also dann doch letztendlich auch eine andere Vertrauensbasis dann letztendlich ist. Ich meine, Contributions ist ein Thema, aber Recommendations kann natürlich ein anderes Thema letztendlich sein. Weil wenn die UL irgendwann mal at scale erfolgreich sein wird, dann laufen alle mit Contributions rum. Kannst du dich vor Contributions gar nicht mehr retten. Also der John Stepper, der hat einen Satz, den ich mir gemerkt habe, schon das erste Mal, als ich ihn darüber habe sprechen hören. Und er hat gesagt, für ihn ist WOL Dale Carnegie meets the Internet. Ja. Und Dale Carnegie ist ja so ganz klassische Vernetzungslehre, wie man Freunde gewinnt und so weiter. Ja. Und meets the Internet, darüber kommt eben Skalierung. Das heißt, wenn ich ein Ziel verfolge, wofür ich vielleicht eine überschaubare Anzahl von Personen brauche und sogar jemand kenne in meinem Netzwerk, der die wiederum kennt und ich so dieses Gesetz der 6 Steps, über die jeder mit jedem vernetzt ist, gar nicht brauche, ist das natürlich völlig valide zu sagen, ich spreche jetzt erstmal die an, von denen ich vermute, dass sie mich mit der Person ohnehin in Verbindung bringen können. Also ich hätte vielleicht da gleich einen Tipp, dann könnt ihr das gleich mal ausprobieren. Ihr habt ja selber schon irgendwo Netzwerke in verschiedenen Plattformen. Man kann ja auch einfach mal, wenn ihr euer Ziel schon so halbwegs knappig gefasst habt, könnt ihr doch einfach mal an der Stelle, wo ihr es für richtig haltet, ins Netzwerk dieses Ziel als eine Frage posten. Für dieses Ziel suche ich gute Ansprechpartner. Liebes Netzwerk, liebe LinkedIn, liebe Xing, liebe Facebook-Freunde, könnt ihr mir da gute Ansprechpartner nennen? Und dann einfach mal schauen, was passiert. Ich glaube, wir trauen uns ganz oft auch einfach eine Frage nicht auszusprechen. Und darum werden diese Netzwerke, diese vielen Kontakte, die man ja irgendwo hat, oft gar nicht richtig aktiviert und genutzt. Was ganz Blödes fällt mir da ein, ich bin ja immer sehr Praxis. Ich habe ja einen Chor und wir hatten letzte Woche Krisensitzung, weil uns fehlen ein paar Bässe und Tenöre. Also die sind alle immer so viel beschäftigt. Und dann war ich die Einzige, ich habe es aber noch nicht gemacht, die gesagt hat, ich schreibe das mal in Facebook, dass wir die suchen. Nee, das kannst du doch nicht machen. Da musst du den Chorleiter fragen. So ein Quatsch. Also wir haben einen total geilen Chorleiter, der ist ja Bandmitglied und so weiter. Ja, und das ist wirklich total witzig, dass man die Leute nicht fragt. Also muss ich auch meine Hausaufgaben machen, ich wollte auch noch machen. So. Gute Idee. Ja. Wir sollten zum nächsten Punkt kommen. John Stepper schlägt vor, den Generosity-Test zu machen und er sagt, wir sollen uns den alle in Ruhe durchlesen. Dieses in Ruhe durchlesen können wir ja auch durch Vorlesen hier machen. Antje, wärst du bereit, uns den kurz vorzulesen? Vorleserin, genau. Ich hoffe, dass ich dann... Warte mal, könnt ihr mich dann noch hören? Okay. Doch. Also, ich lese es vor, ihr hört noch, ja? Der Generosity-Test nach John Stepper. Es ist so ein einfacher Test, aber es ist einer, den ich wieder unterziehe. Je mehr ich übe, desto mehr kann ich mir auf die Dinge anwenden, die ich jeden Tag meine Schwierigkeit. Wenn du mir ähnlich bist, wirst du wahrscheinlich vom Ergebnis des Tests beunruhigt sein. Wenn du mir ähnlich bist, wirst du wahrscheinlich vom Test beunruhigt sein. Du kannst den Generosity-Test machen, indem du ihn dir einfach vorstellst. Oder noch besser, indem du ihn später einfach anwendest. Es geht so. Halte jemanden, den du nicht kennst, die Tür auf. Während du das tust, sei davor, währenddessen und danach aufmerksam. Achte darauf, was du in dem Moment denkst, während du die Entscheidung triffst, darauf, wie du es tust und darauf, wie du dich fühlst, nachdem du es getan hast. Nach ihm. Was passiert, wenn ich diese Übung mache? Ich fühle mich gut, also erstens, ich fühle mich gut, sobald ich die Entscheidung treffe, die Tür aufzuhalten. Ich mache gleich was Nettes.
Ich stelle Augenkontakt mit meinem Gegenüber her oder sage etwas, um sicherzugehen, dass er bemerkt, dass ich die Tür für ihn aufhalte. Nach ihm. Drittens, wenn er sich bei mir bedankt, fühle ich mich nochmal gut. Wenn er es nicht tut, werde ich verärgert, vielleicht sogar wütend sein. Wie unhöflich. Ich habe eine Weile gebraucht, bis mir aufgefallen ist, dass ich die Tür gar nicht für jemand anders aufgehalten habe. Ich habe es für mich selbst getan und für die positiven Gefühle, die ich dadurch empfinden würde. Die andere Person hat nie zugestimmt, an meinen kleinen Vielgutübungen teilzunehmen. Soweit ich weiß, könnte sie in Gedanken versunken sein oder aus anderen Gründen gar nicht in der Stimmung sein, sie zu würdigen oder überhaupt wahrzunehmen. Wechselseitiges Geben und Nehmen, was auch immer. In Robots, so wie heißt der? Genau. Schreibt er darüber, wie Menschen auf ein wechselseitiges Geben und Nehmen ausgelegt sind und wie du das dazu nutzen kannst, andere Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun. Wohltätigkeitsorganisationen zum Beispiel fügen ihren Briefen mit der Bitte um eine Spende oft ein kleines Geschenk, wie zum Beispiel Adressetiketten bei. Das ruft ein gewisses Gefühl der Verpflichtung hervor, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du darauf reagierst. Es funktioniert. Selbst Menschen, die sich mit Social Media auskennen, wie zum Beispiel Guy Kawasaki, verweisen auf Phil, wie heißt der Herr? Arbeit, ja, und raten dir wechselseitigen Geben und Nehmen heraufzubeschwören. Zitat, wenn du jemanden bei etwas tust und er sich bei dir bedankt, sage, ich weiß, dass du dasselbe für mich tun würdest. Die meisten Menschen fühlen sich dadurch verpflichtet, Fallen zu erwidern. Aber wie fühlt sich das an? Ruft es nachhaltige Ergebnisse hervor oder funktioniert es nur einmal? Nach der ersten Ladung deiner kostenlosen Adressetikette oder der unverhohlenen Aufforderung, einen Gefallen zu erwidern, hast du das Gefühl, manipuliert zu werden oder dass dein Gegenüber genau gut führt. Ein besserer Ansatz, wenn es ums Geben geht, Reid Hoffmann, der Mitbegründer von LinkedIn, gibt einen anderen Ratschlag. In seinem Buch The Startup of You entwickelt er die Theorie der kleinen Geschenke und schreibt darüber, welche Rolle sie beim Aufbau von Beziehungen spielen. Es scheint unlogisch, aber je altruistischer deine Einstellung ist, desto mehr wirst du von einer Beziehung profitieren. Wenn du darauf bestehst, jedes Mal etwas zurückzubekommen, wenn du etwas gibst, wirst du ein viel kleineres Netzwerk haben und dadurch ein wirklich eingeschränkteres Feld von Möglichkeiten. Wenn du hingegen anderen einfach nur hilfst, weil du es für das Richtige hältst, wirst du deinen Ruf enorm untermauern und das Universum deiner Möglichkeiten erweitern. Kleine Geschenke, die du ohne Hintergedanken gibst, sind wie Magie für beide Seiten. Für denjenigen, der gibt, fühlen sie sich authentisch und aufrichtig an. Außerdem ist es einfacher, weil du nicht versuchst, jemanden zu manipulieren oder etwas zu verkaufen, sondern einfach nur hilfsbereit bist. Derjenige, der empfängt, spürt das und fühlt sich nicht verpflichtet, etwas zurückzugeben. Dadurch fühlt sich das Geschenk nicht wie eine ungewollte Transaktion an. Das Wichtige ist, dass du immer noch davon profitierst, auch wenn du etwas ohne Hintergedanken gibst. Aber du profitierst nicht auf individueller Ebene. Ich habe etwas für dich getan und du musst es mir zurückgeben. Du profitierst von deinem Netzwerk. Über die Vielzahl der Beziehungen in deinem Netzwerk hinweg ergibt sich durch die menschliche Neigung, dich zu revanchieren, ein Vorteil für die Person, die gibt. Und es muss daher nicht mehr buchgeführt werden, wem was schuldet. Vielleicht noch die letzten Gedanken. Die Philosophie des Türaufhaltens. Du hast also bei dem Generosity-Test abgeschnitten. Wie hast du also bei dem Test abgeschnitten? Was sind deine wahren Motive dafür, jemanden die Tür aufzuhalten? Würde es dich ärgern, wenn du nicht die Reaktionen bekämst, die du erwartet hast? Wenn deine Antworten nicht so edel ausfallen, wie du das gerne hättest, ist das völlig in Ordnung. Kleine Geschenke ohne Hintergedanken anzubieten, bedarf einer gewissen Übung. Deswegen gibt es in dem Working Out Loud Circle so viele Aufgaben, die sich mit Beiträgen beschäftigen. Die wiederholte Übung hilft dir dabei, neue Gewohnheiten und eine neue Einstellung dazu, wie du Beiträge anbietest, zu entwickeln. Der Schlüssel zu echter Großzügigkeit liegt darin, dich komplett von den Resultaten unabhängig zu machen. Leg los, halt die Tür auf, ohne dafür ein Dankeschön zu erwarten.
stelle eine hilfreiche Verbindung her, biete deine Unterstützung an, ohne dabei Hintergedanken zu haben. Deine kleinen Geschenke, die du ohne Gegenleistung in deinem Netzwerk verteilst, werden Beziehungen vertiefen und dir Zugang zu neuen Möglichkeiten gewähren. Dankeschön, Andi. Ja, bei mir löst es so ein bisschen aus, eigentlich erklärt er damit, wie wir ohnehin in sozialen Netzwerken umgehen. Ne? Also ich habe so irgendwie immer den Eindruck, ja, na klar, ist doch selbstverständlich. Also alles, was man irgendwo schreibt oder gibt, hat ja in so einem Netzwerk keine wirkliche Absicht, ne? Sondern es ist einfach ein Angebot, wer es nutzen kann, soll es nutzen. Und ich probiere es einfach mal, ob es irgendjemand interessiert. Ne? Jetzt sollen wir diskutieren, wie wir hier in der Gruppe miteinander umgehen, welchen Status wir dabei haben. Was meint ihr? Was fällt euch so auf, wie wir miteinander umgegangen sind? Ist da diese Großzügigkeit überall zu spüren oder ist da zu spüren, es gibt Hintergedanken? Ja, ich finde Hintergedanken gar nicht. Also allein die Tatsache, dass wir uns alle jetzt über 12 Wochen eine Stunde Zeit nehmen in der Woche, abends 19 Uhr, wo jeder bestimmt auch anderes tun könnte, uns gegenseitig zu helfen, unseren Ansatz zu finden, ist für sich schon mal sehr generös. Ja. Und das wertschätze ich auch sehr. Also da kann man viel selber davon lernen. Und ich finde, das ist so ein, da ist der WOL-Circle quasi im Kleinen, was hinterher im großen Netzwerk dann auch passieren soll und kann. Und Karl-Heinz, weil du sagst, das ist eigentlich so, wie jeder sich im Netz verhalten sollte, kann man, glaube ich, nur sagen, ja, theoretisch. Man hat jetzt gerade gehört, die ReRepublica hatte das Thema Love Out Loud gegen Hass im Netz und gegen viele schlimme Dinge, die da auch passieren. Also ich glaube, so insgesamt als Bevölkerung, als Menschheit müssen wir da, glaube ich, auch noch viel lernen, dass man im Netz eigentlich die gleich gute Kinderstube braucht, wie man es im echten Leben auch anwenden sollte. Und dass die ReRepublica das als Oberthema nimmt, ist, glaube ich, so ein Zeichen dafür, dass es noch viel mehr WOLer bräuchte, die das auch im Netz praktizieren. Also für alle, die nicht dabei waren, Love war Liebe gemeint und nicht Lachen bei Love Out Loud. Richtig, ja. Genau. Ja. Ja, ich glaube, so ein Zirkel wie unser kann eigentlich nur so funktionieren. Nicht? Denn erstens, wir sind, ich sag mal, wild zusammengewürfelte Leute. Und uns verbindet eigentlich nur dieses ja, Miteinander noch intensiver sich auszutauschen, einfach mal auszuprobieren. Und es hat niemand was davon, wenn er jetzt von einem von uns hier irgendwie mehr oder weniger bekommt. Es ist eine wirklich neutrale Runde eigentlich. Ne? Und so ist es aber im Netzwerk doch auch oft so. Natürlich, es gibt all diejenigen, die jetzt als Trolle und als ja, Leute mit extremen Ansichten andere da fertig machen. Glücklicherweise ist so in unseren Fachcommunities sowas überhaupt nicht üblich und deshalb freue ich mich eigentlich, dass wir da so eine ganz andere Kultur bisher schon erleben. Aber es ist richtig, Leute, die sich da noch nicht so richtig bewegen, die sollten das auch so ein bisschen mittrainieren und die Working Out Loud Circle sind ja so eine Möglichkeit dafür. Ja. Deshalb schätze ich die auch sehr. Ja, und es ist auch jeder, der sich neu ins Netz bewegt, wenn man mit Leuten drüber spricht, das Erste, wovor die Angst haben, ist ein Shitstorm. Mhm. Und das Erste, was sie erleben, ist, dass sie eigentlich eher Schwierigkeiten haben, sozusagen ihre Botschaften in die Breite zu bringen. Und das letzte Problem, was sie haben, ist eigentlich ein Shitstorm in der Regel. Ja, das stimmt, ja. Was ich so grundsätzlich erlebe, ist ja auch so, also für mich ist so eine Grundhaltung zu geben, absolut drin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich da Carnegie irgendwie mit 14 oder was, glaube ich, das erste Mal gelesen habe und gerade meinen Schreibmaschinenkurs währenddessen hatte und habe dann immer die Texte abgetippt, weil ich daran immer geübt habe, weiß ich noch. Aber es liegt vielleicht einfach an der Sozialisation, so wie ich aufgewachsen bin. Also ich habe ja schon mal, zumindest am Anfang gesagt, ich bin im Osten aufgewachsen. Da war sozusagen das Geben, auch wenn da viele Dinge, ich bin da ja ausgereist, schwierig waren, aber das Geben untereinander, das wäre gar nicht anders gegangen. Wenn man nicht in Beziehung gegangen wäre, dann hätte sie nie eine Banane gegessen und auch keine Schlüpfer gekriegt, sagen wir es jetzt mal so, weil es gab es ja nicht. Ja? Also diese Beziehung auch so, also jedem irgendwas zu geben, finde ich normal. Und ich finde es halt häufig in dem Bildungssektor, in dem ich ja ursprünglich bin, und dem Trainingssektor teilweise eigenartig,
das doch so nicht geteilt wird. Weil ich finde, wenn Wissen geteilt wird und wenn auch das geteilt wird, was wir vielleicht auch im Angebot haben und daraufhin andere Leute Lust verspüren, zum Beispiel auf eine Lernreise zu gehen, Harald, wie du jetzt gerade gesagt hast, oder so weiter, dann haben wir ja letztlich alle was davon, weil automatisch die Nachfrage steigt, ne? Und die Lust der Leute eben daran teilzuhaben. Also deshalb ist dieser Gedanke mir zutiefst in meiner DNA drin und das freut mich. Ich erkläre immer so bei der Begründung für Barcamps und wie sie entstanden sind, dass ich total fasziniert bin, dass es da so Kommunikationsregeln im Internet gibt, die sich so herausgebildet haben. Und so eine ist diese gleiche Augenhöhe, ne? Wir haben in so Fachforen keinen Unterschied, keinen hierarchischen Unterschied mehr, egal ob da jemand Geschäftsführer, Professor oder Schüler ist, man redet wirklich auf gleicher Augenhöhe miteinander. Und das ist was sehr Wohltuendes und das können wir wieder in die Realität zurückholen. Und in dem Zirkel hier ist es so eine der Grundregeln. Die zweite Regel ist so absolute Freiwilligkeit, ne? Also nur, wenn jemand wirklich will, wird er Kommunikation beantworten, wird er überhaupt mitmachen, wird er einsteigen. Er kann genauso gut auch wieder aussteigen, ne? Ist auch sowas, was eigentlich unüblich ist bei uns. Man fühlt sich schnell immer irgendwie verpflichtet. Aber hier zeigt sich, nee, so eine Verpflichtung ist gar nicht nötig. Wenn es ein Interesse gibt, dann wird jemand schon dabei sein, ne? Also es sind alles für mich so gute Zeichen eigentlich, dass wir Menschen in einer viel menschlicheren Weise kommunizieren können, als wir es so durch unsere Sozialisierung immer gelernt haben in allen Organisationen. Fängt bei Schule an und hört halt in Unternehmen auf, wo man dann doch hierarchische Regeln auch in der Kommunikation berücksichtigt. Ja, ich versuche es gerade parallel so ein bisschen mit auch zu zeigen. Also wer in dem Skype-Meeting drin ist, unten links gibt es so diesen Kommentarknopf, wer den nicht offen hat, einfach mal draufklicken. Also ich bin nebenbei jetzt, also ich habe jetzt auch nichts davon, dass ich Working Out Loud mache. Also weder werde ich von John gesponsert noch sonst irgendwas. Ich glaube einfach an das Ganze. Ich habe auch so einen Wunsch, die Welt durch meinen Fußabdruck so ein bisschen besser zu machen, ohne jetzt zu sagen, ich weiß, wie die Welt gut sein muss. Ich mache das einfach an sehr kleinen Dingen fest. Also zum Beispiel jetzt gerade, während wir geredet haben, während die Antje so schön vorgelesen hat, habe ich versucht, das, was sie gelesen hat, auch gleich zu suchen in Google und zu verlinken, dass wenn die zuhören, einfach in den Kommentaren nachschauen können, wer hat es geschrieben, wo ist das Buch, was sagt Wikipedia über diese Person, oder jetzt auch Simon hat dann schnell die Republika verlinkt, dass man einfach nachschauen kann, was ist denn die Republika überhaupt. Oder dass man einfach mal schnell Danke sagt für das, Simon hat schnell dieses, Entschuldigung, die Ines hat das Isapad, nee, Simon hat für Ines das Isapad schnell verlinkt. So meine ganz kurze, schnelle Reaktion, es ist am Anfang muss man noch so, ja, wenn ich das jetzt reinschreibe und wie kommt denn das an und so, irgendwann wird es nur ein Automatismus im Endeffekt, dass man sich einfach grundsätzlich bedankt. Dass man grundsätzlich vielleicht jemandem die Tür aufhält und ich kann mich noch sehr stark erinnern, es gab mal so in den späten 90ern so eine Zeit, da hat es dann plötzlich geheißen, ja, also jetzt jemandem die Tür aufhalten oder sowas oder die Tasche tragen, jetzt speziell in der Gender-Geschichte. Das ist dann so, ich erkenne dir ab, dass du das nicht selber kannst. Und das war für mich war das total schlimm, weil ich das einfach wirklich gern gemacht habe und habe dann aber jedes Mal überlegen müssen. Und da kam das, was der John so schön geschrieben hat, wenn man sich dann wirklich mal dabei beobachtet, wie mache ich's, was denke ich dabei, okay, kann ich der jetzt die Tür aufmachen oder würde ich sie damit bevormunden oder sowas? Für mich hat sich das negativ angefühlt und irgendwann habe ich gesagt, nee, also entweder ich mach's, dann mache ich es gern oder ich lasse es. Dann mache ich mir aber auch keine Gedanken mehr drüber. Oder ich grüße jemanden mit der Absicht, dass der mich aber dann schon bitteschön zurückgrüßt. Also da wird man doch öfter enttäuscht und irgendwann geht man dann mit so einem Groll hin und gefühlt ist es dann aber auch in der Stimme schon drin. Also guten Morgen, ich weiß eh, dass du mich nicht zurückgrüßt. Also das ist so, das ist dann nicht mehr echt oder nicht mehr gut in meinen Augen. Und wenn man aber umgekehrt das Ganze wirklich dann sagt, nee, also ist doch völlig egal, ob mich der zurückgrüßt oder nicht, ob er mich wahrnimmt oder weiterläuft. Ich möchte, wenn ich dem in der Früh begegne oder am Mittag, den möchte ich dem einfach meinen Gruß schenken sozusagen. Ich nehme dich wahr und den gebe ich dir jetzt einfach, ob da was zurückkommt oder nicht. Ich gebe mal kurz die Hand. Wir haben nämlich noch 11 Minuten und eigentlich noch zwei Übungen à 20 Minuten. Okay. Danke. So langsam gelesen. Also für mich gibt es nur noch eine und die heißt Checkout für die nächste Woche. Ja, was ist mit deinen ersten Beiträgen?
Na, das sind doch die Beiträge hier bei uns in der Gruppe. So habe ich es verstanden, oder? Nee, das ist der Beitrag, den wir jetzt Kontakten gegenüber sozusagen. Also was wollen wir für Contributions den Leuten irgendwie geben, die wir auf unserer Kontaktliste haben? Also da geht es jetzt quasi nicht um das, was wir im Circle diskutieren, sondern wir haben jetzt Leute auf der Kontaktliste, wir verfolgen ein Ziel, ne, und jetzt tun wir was für die. Wir verbinden uns mit denen auf Twitter oder wir schreiben einen Blog und schicken denen oder wir posten Folien auf Slideshare und lassen die denen zukommen, weil sie was davon haben. Und das glaube ich jetzt nicht, dass wir in den letzten 9 Minuten schaffen, aber wir sollten kurz darüber sprechen, was da zu tun ist und uns das dann als Hausaufgabe bis zum nächsten Circle nehmen. Ich hatte es kurz in meiner Zwischenmoderation mit drin gehabt, während ihr die Bewertung gemacht habt, weil ich bin selber auch so ein kleines bisschen runtergerutscht, glaube ich, aber nicht so ganz blattkonform, aber ja. Ja, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, es seien unsere Beiträge gemeint hier, weil die anderen Beiträge haben wir noch gar nicht gemacht, um sie zu bewerten. Nee, die Bewertung ist, wie unser Beziehungsstatus ist. Also das ist okay. dieser Test, wie gut kenne ich die andere Person schon. Das war die erste Aufgabe. Und die zweite, die danach kommt, ist, wenn man dann die Liste hat, man hat sie bewertet, dann kann man hergehen und sagen, okay, den habe ich schon gefunden, dem würde ich jetzt einfach mal folgen oder ich klicke mal irgendwo auf Like oder ich habe zum Beispiel in seinem LinkedIn-Profil sehe ich, dass er bestimmte Kompetenzen hat und die kann ich dann auch bestätigen zum Beispiel. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen der Wertschätzung, die man da zeigen kann. Contributions sind erste kleine Wertschätzungen oder dann später auch größere. Aber die können wir uns ja als Hausaufgabe jetzt vornehmen für unsere Kontaktliste. So hätte ich es auch gemacht, weil das ist ja was, wo man ein bisschen Ruhe für braucht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier alle zusammen hinkriegen werden. Dann wäre der nächste Punkt, wenn ich es richtig sehe, Simon, Checkout für diese Woche. Natürlich, wir treffen uns dann am nächsten Montag, glaube ich, wieder. Ne? Ja, genau, ja. Montag, 19 Uhr, gleiche Stelle. Und jetzt die Frage, was wird jeder so in dieser Woche tun? Also was nehmt ihr euch vor, was ihr bis zum nächsten Montag erledigt haben wollt in diesem Working Out Loud Circle? Also ich fange mal an. Ich werde auf der einen Seite die Teilnehmerliste vom Mukaton mal durchgehen und gucken, wer denn da als Person in Frage kommt, die ich dann mal ansprechen werde, um sie zu fragen, ob sie in ihrer Organisation das mit Führungskräften mal diskutiert, die Idee Learning Organization Top-Down. Und damit die eine kleine Bewaffnung haben, werde ich einen Blogpost schreiben, um die Idee nochmal zu skizzieren, zu verschriftlichen und das quasi dann in der Mail an die Person als Link dazuhängen. Falls natürlich jetzt jemand zuhört oder das Video schaut, gerne auch bei mir melden, wenn jemand Interesse hat, das mal in seine Organisation zu tragen. Das wäre natürlich noch einfacher, da müsste ich gar nicht suchen. Winfried? Winfried, bist du noch da mit Mikrofon? Ja. Ah, okay. Bin ich jetzt da mit Mikrofon? Jetzt bist du da, perfekt. Also meine engen Kontakte, das sind die zwischen 3 und 5, werde ich erstmal informieren, dass sie jetzt meine engen Kontakte in diesem Circle sind. So, und dann werde ich mich auf die Suche nach den Normalmenschen machen. Also weil muss man wirklich interessant werden. Und da mache ich so ein bisschen wie der Simon und greife tatsächlich auf vorhandene Listen zu. Also wir sind ja der Zukunftsinitiative Personal und auch über die Competence-Zeit haben wir, sagen wir mal, Kontakt zu dem einen oder anderen, zu dem wir also aber keinen wirklichen Kontakt haben. Wir wissen nur, der war auf Veranstaltungen oder hat sich für bestimmte Dinge interessiert. Und da werde ich jetzt einfach mal willkürlich 5, 6 Leute kontaktieren und dann überlegen, was ich da Gutes tun kann. Aber ansonsten werde ich die Woche drüber nachdenken, über die Antworten, die ich heute hätte geben müssen. Insofern ist das heute für mich perfekt gelaufen. Aber kann ich noch einen Extrasatz sagen? Gerne. Der bewegt. Und Simon, wir sind sowieso schon außerhalb der Regel, aber ab nächste Woche, Simon, sind wir diszipliniert. Aber es gibt diesen Einsatz, deine kleinen Geschenke, die du ohne Gegenleistung in deinem Netzwerk verteilst, also ganz altruistisch, ohne Hintergedanken, werden Beziehungen vertiefen und dir Zugang zu neuen Möglichkeiten gewähren. Das ist für mich ein Satz mit einem gewissen Widerspruch. Das ist nämlich der Satz,
verteile das ohne Hintergedanken, aber wenn du es ohne Hintergedanken verteilst, würde es am Schluss gut für dich sein. Okay, aber das ist vielleicht nur mein Thema. Die Frage, ich bin kein Freund des Utilitarismus, des Handelns aus Nutzenerwägung. Ne? Aber es wurde, und ich finde auch wichtig, so wie der Harald gesagt hat, eigentlich muss man am Schluss, glaube ich, die höchste Stufe hat man dann erreicht, wenn man die Dinge einfach tut, weil sie Sinn machen. Ne? Und nicht, weil man einfach sagt, man erwartet direkt oder indirekt oder karmisch oder sonst was irgendeinen Impact. Aber ich glaube, es hilft zumindest im nächsten Schritt. Aber ich sage eigentlich, wenn wir ganz ambitious sind, müssen wir am Schluss unser Ego überwinden. Ja, und dann sollten wir die Dinge tun, einfach weil wir den Leuten noch was Gutes tun wollen. Und wenn wir am Schluss nichts mehr mit denen zu tun haben, dann ist das auch okay. Richtig, ja. Dass sonst der Frust kommen kann, irgendwann. Okay. Ganz kurzer netter Gimmick, Macht des Netzwerks. Markus Metz schreibt hier gerade auf Xing. Hallo Simon, ich würde es bei mir mal versuchen, deine Idee zu besprechen. Also den ersten auf der Liste von 6 oder den zweiten besser gesagt, habe ich schon. Danke, Markus. Super. Wunderbar. Antje, was nimmst du dir vor? Ja, auch dieses zu präzisieren jetzt, vielleicht sogar nochmal an meinem Ziel so ein bisschen rumzufeilen. Also irgendwie merke ich, dass mir eure Ziele viel sympathischer sind. Da würde ich am liebsten mitmachen, weil das eigentlich auch meine sind. Also gerade hier so lernen und Verhaltensveränderungen zu implementieren oder wirklich die Bereitschaft, das ist auch, also die Bereitschaft für Veränderungsprozesse bei Menschen eigentlich wirklich erstmal herzustellen. Und ich nehme mir insofern in dieser Woche auch vor, dass endlich mal, ich bin ja gerade so mitten in neuer Firmengründung und Internetpräsenz, dass meine neue Seite passt gut, endlich im Netz ist. Das ist so das Größte, weil ich glaube, dann kann ich auch diese anderen Sachen machen. Und ich wollte aber nochmal auf Winfried hinweisen. Also ich finde auch, dass wir eine Haltung haben, einfach menschlich zu sein und anständig. Ja? Also das ist so, das ist etwas, was, glaube ich ja auch, deshalb haben Harald und ich uns jetzt vielleicht mal, dadurch haben wir uns ja auch ein Stück weit gefunden erstmal, dass mir so zutiefst wichtig ist, dass man das tut. Und das finde ich toll, dass das hier gezeigt wird. Es ist aber auch auf der anderen Seite ein Stück weit traurig. Du hast vorhin, irgendwie kam mal jemand, ich bin betroffen. Es macht mich manchmal ein bisschen traurig, dass wir das lernen müssen. Weil das eigentlich tief in uns doch angelegt ist, wenn man jetzt mal neurowissenschaftlich auch auf die Dinge guckt, ne? Aber es ist ja schön, dass wir das verbreiten und mal so ganz unvoreingenommen was Gutes in die Welt bringen. Mhm. Also, ich werde fleißig sein, auf jeden Fall. Harald? Ja, ich habe mir vorgenommen natürlich, dass ich die Sachen, die ich jetzt, weil ich gequasselt habe, um die Sachen auch zu beschreiben, nachzuholen von dem Circle natürlich. Also die Übungen, die wir heute gemacht haben, möchte ich selber natürlich schon auch nochmal machen. Ich werde diese Frage in mein Netzwerk oder in meine Netzwerke posten und mal sehen, was dann passiert. Kann ich dann gerne auch berichten, was da rausgekommen ist. Oder ihr könnt es auch beobachten, wer mir folgt. Ich werde meine Kontakte natürlich online suchen, auch die, die ich nicht online vermute, und da mal so richtig intensiv schauen, wie ich da eine Verbindung herstellen kann. Ich habe so einen Titel im Moment, den ich einfach so spannend, so lustig finde, und zwar Head of Not My Job, was jetzt in der Firma geht. Es ist ganz oft in Organisationen, dass so ganz kleine Dinge, da kommt eine Frage von jemandem, kannst du mir mal bitte? Und die Antwort ganz oft dann kommt, ja, das ist nicht mein Job oder das ist nicht meine Aufgabe oder dafür bin ich nicht zuständig. Und ich habe mir vor 5, 6 Jahren eigentlich schon gesagt, okay, es ist mein Job. Wenn mich als Person jemand anfragt, und ich irgendwie zu einer Lösung beitragen kann, dann möchte ich mir die Zeit auch nehmen, der Person, wer auch immer das ist, da helfen. Und wenn es nur ein anderer Kontakt ist. Aber ich habe mir damals vorgenommen, ich werde niemanden mehr einfach abweisen und sagen, interessiert mich nicht. Und das halte ich jetzt seit 5, 6 Jahren durch und das macht, also es ist Aufwand, es ist Arbeit, das ist klar, aber es gibt einem auch irgendwie ein gutes Gefühl. Also von daher ist es altruistisch, nee, es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich abends heimkomme, ich habe niemanden vom Kopf gestoßen. Also so viel, ja, es hat immer irgendwie auch was zurück, aber ich mache es nicht aus der Berechnung heraus, weil da wäre das wahrscheinlich im ersten Moment ein schlechtes Geschäft. Aber weißt du, dass das ein cooles Managementprinzip ist? Also das kann man nicht, das, eigentlich müsste man sagen, jede richtig kollaborative Organisation müsste jedem Mitarbeiter 20% einräumen, dass er Dinge macht, die nicht seine Verantwortung sind. Also ich bin noch am Arbeiten, dass die 10% lernen dürfen. Ja, aber... Verstehst du? Denn das, ich habe gerade, das ist not my job, habe ich bei einer großen Organisation gelernt und daran ist Kollaboration gescheitert. Mhm.
Und wenn man das als Philosophie macht, und zwar, ich finde das viel intelligenter als Google hier, diese Spaßjobs von Google, jeder darf so und so viel an seinem Spaßprojekt arbeiten, finde ich viel besser. Man bringt als Glue, als neuen Kleber rein, dass 20% deiner Zeit, und jeder soll sich am Ende der Woche überlegen, ob er 20% einfach irgendwo mal in deinem Sinne Head of It's My Job Too letztendlich gemacht hat. Ne? Ja. Ja, also ich will in dem, kann ich nachvollziehen, ich bin immer so Realist, 20% Arbeitszeit in der Produktionsfirma, das ist natürlich schon so eine gewisse Herausforderung. Ich möchte aber auf jeden Fall, also diesen Begriff Weltverbesserer, der leider so einen ganz negativen Touch bekommen hat, eigentlich möchte ich den ein bisschen positiver machen, ohne dass es arrogant klingt und ohne dass ich sage, der Schirmer kann die Welt verbessern, aber ich kann meine Welt verbessern. Und das sind manchmal ganz kleine Schritte, ganz kleine Gesten, und Working Out Loud ist da, finde ich, eine ganz gute Methode. Das nehme ich mir jede Woche vor, und ich werde es mir definitiv, also jetzt für diese Woche, nochmal ganz speziell mit diesen Personen auch nochmal vornehmen, dass ich da wirklich vielleicht auch einen spürbaren Unterschied machen kann. Okay. Ja, ich werde mir auch vornehmen, das Netzwerk anzusprechen. Das ist eine wunderbare Idee. Hätte ich auch selber vorher drauf kommen können. Aber schönen Dank für diese Idee. Und ich glaube, ich suche mal Möglichkeiten, wie ich es denn schaffe, die 200 Leute zu überzeugen, auf sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Und frage da andere. Wir sind am Ende unserer Zeit. Schönen Dank wieder fürs Mitmachen. Und wir treffen uns am nächsten Montag um 19 Uhr. Gleiche Welle, gleiche Stelle, sagte man früher mal beim Rias hier. Okay, also tschüss dann. Tschüss und danke allen Zuschauern. Ich hoffe, es hat geholfen. Harald, hast du noch eine Sekunde? Ich bin noch dran. Vielleicht machen wir erst den Aufnahmeknopf aus.